So, hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Ja, willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video soll es mal um das Mischöl, Mischöl für den Benzin zu mischen gehen. Ja, alles weitere gleich. So, ja, da bin ich auch schon wieder. Ja, und zwar, das Mischöl gibt es da viele Sorten. Es gibt zum Beispiel hier, habe ich eine Dose hier aus dem Baumarkt hier, ein sozusagen No-Name-Produkt. Ja, ist da nichts. Ja, habe ich da ausprobiert hier. Naja, so richtig ist es da überhaupt nicht. Ist natürlich auch hier die Abmessung bloß 50 Milliliter drin. Ja, gegenüber anderen, da kann man da gleich hier den Behälter nehmen. Hier zeige ich euch gleich für eine Komplettmischung für 5 Liter. Ja, zum anderen gibt es da das von Stihl. Ja, das benutze ich. Von Stihl. Naja, ist natürlich auch. Muss ich jetzt mal gucken, 100 Milliliter drin, ja, für 5 Liter. Ja, wie gesagt, macht sich da auch besser zu mischen. Ja, es gibt dann noch einige andere Sorten wie Atenol oder ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr so nehmt. Vielleicht würdet ihr das mal in die Kommentare schreiben. Weil da gibt es, soweit ich weiß, Atenol Racing oder was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Habe ich mich noch nicht so kundig gemacht. Ja, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, was ich oder was ihr nehmt. So rum. Was ihr nehmt an Mischöl. Ja, weil da ein oder andere mal andere Erfahrungen gemacht. Aus irgendwas Gründen. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, würde ich sagen, Daumen nach oben, tut meinen Kanal abonnieren und bleibt dran. Bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao, euer Simson Stefan.